Hallo meine Lieben, wenn ihr eine Geburtstagskarte, kleine Einladungskarte oder Geld schön verpacken wollt, dann habe ich eine Idee für euch. Faltet doch so einen Umschlag zusammen aus einem DIN A4 Blatt. Dieser Umschlag ist dann 15 cm breit und 7 cm lang. Zuerst falten wir unser DIN A4 Blatt der Länge nach zusammen. Wieder aufmachen. Dann falten wir unser DIN A4 Blatt der Breite nach zusammen. Wieder aufmachen. Dann legen wir die rechte Kante zu der Mitte. Wieder aufmachen. Jetzt legen wir die linke Kante zu diesem Streifen, was wir gerade gemacht haben. Wieder aufmachen. Jetzt legen wir die rechte Kante zu diesem Streifen, was wir gemacht haben. Und wieder aufmachen. Und jetzt markieren wir den mittleren Punkt von dem Streifen, was gerade rausgekommen ist, und von dem Querstreifen. Einfach einen Punkt hinstellen. Jetzt legen wir die linke Kante zu dem obersten Streifen. Dann drehen wir das Ganze um. Jetzt müssen wir auf der Seite ein Dreieck machen. Dazu nehmen wir die obere Kante und legen die zur Mitte. Also die Kante oben links zu dem Mittelstreifen. Und jetzt die untere Hälfte links, auch zu den Mittelstreifen. Wir müssen aufpassen, dass die Ecken hier zusammenkommen. Jetzt haben wir links so ein Dreieck. Jetzt drehen wir unser Blatt um. Da haben wir einen Punkt, jetzt müssen wir die Ecke zu dem Punkt legen. Jetzt drehen wir das Ganze wieder um. Da haben wir zwei solche Laschen. Wir nehmen erstmal die obere, machen sie auf und legen diesen Streifen genau auf diese Linie drauf. Das ist eine Linie dann bildet. Und die andere Seite genauso. So aufmachen. Hier diese Linie muss mit dieser Linie eine Linie bilden.
Jetzt legen wir diese Kante zu dieser Mittellinie. Und dann müssen wir diese Kante reinlegen zu dieser Linie. Also wir machen hier auf und schieben ein Dreieck rein bis zu der Linie da. Und genau dasselbe machen wir da oben, die Kante zu der Linie legen. Und jetzt, ja, die Kante, die obere Kante zu dieser Linie aufmachen. Ich drehe das Ganze mal um. Und da Dreieck reinschieben. Drehen wir das Ganze um. Und unser Herzchen ist fertig. Jetzt müssen wir diese Kante nach innen falten. Und hier dazwischen lassen wir ein paar Millimeter, so 2 bis 3 mm frei. Nicht direkt an die Kante, sondern ein bisschen was freilassen. Und auf der rechten Seite müssen wir aufpassen, dass die zwei Blätter genau aufeinander liegen. Und genauso die andere Seite. Hier ein paar Millimeter freilassen. Und hier aufpassen, dass die Blätter genau aufeinander liegen. Dass die hier genau eine Linie bilden. Jetzt drehen wir das Ganze um. Falten das Herzchen hoch. Und hier unten falten wir das so zusammen der Linie nach, wo der Punkt steht. Jetzt müssen wir nur noch oben noch einmal zusammenfalten. Dazu machen wir die Markierungen links und rechts, ein paar Millimeter bis zu der Ecke. Und genauso die andere Seite. Dann machen wir das Ganze auf und legen zusammen den Punkten nach. Jetzt müssen wir nur noch diese Ecken in diese Laschen reinlegen. Eine und die andere. Zurechtdrücken. Und dann ist unser Umschlag fertig. Da können wir jetzt Einladungskarten, kleine Geburtstagskarte reinlegen und schön verschenken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.